Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt, beziehungsweise meinem nächsten und ich hoffe diesmal durchziehbaren Let's Play. Wir spielen Bioshock. Ich hoffe diesmal ohne Störungen, weil ich habe es vor ein paar Jahren schon mal aufgenommen und da hatte ich dann halt einige Probleme mit dem Spiel. Es ist immer wieder abgestürzt und so weiter. Ich hoffe diesmal funktioniert das alles und so wie ich es mir vorstelle. Ja, wir fangen jetzt einfach an. Wir spielen auf normal, also fortgeschritten. Auf schwer ist es mir zu schwer, vielleicht zu leicht. Da gibt es viel Sinn, oder? Ich weiß nicht, ob es zu laut ist, das Spiel. Jede Aufnahme wird eine halbe Stunde sein, wie ihr seht. Am Partlänge und so. Und ja, mal schauen. Für die, die das Spiel nicht kennen, kein Problem. Ich spiele extra erst den ersten Teil, den zweiten, der wird noch kommen. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir, Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Also, da kommen wir in Bioshock. Das ist ein Shooter, wie man vielleicht sieht. Ja, man sieht das noch nicht. Das ist aber ein Shooter. Ein sehr cooler, wie ich finde. Ich weiß echt nicht, ob das zu laut ist. Das werde ich nachher erst feststellen. Also tut mir jetzt schon mal leid, wenn ich zu leise bin. Dinge, die ich in dem Video, das gestern kam, nicht erwähnt habe. Sonntags habe ich nicht frei. Da lade ich auch schnell ab. Da lade ich und Stefan laden da We Were Here im Moment hoch. Was danach kommt, wissen wir noch nicht. Mal schauen. Ja, Bioshock. Das ist nicht die HD-Version, wie man vielleicht erkennt. Das ist die ganz normale. Ich habe auch die HD-Version, aber die hätte viel mehr Festplattenspeicher gebaut und ja, das wollte ich halt nicht. Ich habe die Tür nicht zugemacht. Das war böse. Das Spiel ist eigentlich in Englisch und immer noch viel zu laut. Ich mach mal gerade ein bisschen leiser. Angehen. Das ist echt schlimm auf den Ohren. Die Musik ist eigentlich ganz schön in dem Spiel. Ein bisschen laut. Die Effekte. Das ist etwas. Okay, jetzt setzt die Musik natürlich ein und die ist auch noch zu laut. Das alles live in der Aufnahme ist schon ein bisschen blöd. Sprachlautstärke lasse ich so laut, weil wir wollen alles hören, was uns gesagt wird. Das ist absichtlich aus, weil dann ich mir jetzt das Spiel ab. Das ist nämlich der Grund deswegen. Und in den Grafikeinstellungen müsste ich auch was machen. Das hier ist auch böse. Das Spiel. Das eine muss ich halt noch extra mit der Engine von Steam ausmachen. So, was ist Bioshock? Ja, wir sind halt ein Mann, der im Flugzeug saß und mit dem Flugzeug zufällig hier abgestürzt ist an einem Leuchtturm, der mitten im Meer steht. Das Spiel ist möglicherweise komplett in Englisch eigentlich, aber jetzt gibt es halt auch auf Deutsch, also mit diesen. Wenn ich was schaue, was halt in Englisch da steht, wird es mir dann Deutsch übersetzt oder die Sprache ist gut in Deutsch. Ich weiß nicht, ob das Spiel zu laut ist.
Das kenne ich schon aus Versehen, wie gesagt. Also, bei bestimmten Aufnahmen. Sonntags habe ich nicht frei, sondern lande da, wie wir hier waren. Andere Projekte. Ja. Jetzt kann ich mir das mit mir in die Klappe halten. Noch kann ich ein bisschen quatschen, bla bla bla. Ich freue mich auf das Spiel. Es geht los. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapier das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Die Splicer kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Ich habe gerade eben eine Steam-Nachricht bekommen. Ich weiß nicht, wer es war. Ich kann mir das Steam-Overlay gerade nicht öffnen. Tut mir schon mal leid, weil ich nämlich gerade nicht antworten kann und auch nicht antworten will. Aber die Person weiß halt bestimmt nicht, dass ich gerade aufnehme. Deswegen gehen Grüße raus und wer auch immer das war. Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich. Hey Johnny. Bitte, Lady, ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können... Ja. Hi. Ist das jemand Neues? Mhm. Für die, die es nicht wissen, das Spiel ist ab 18. Werde ich auch in den Titel schreiben. Jeder Folge. Ja, ich bin so freundlich. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas und ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Was geht, Atlas? Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Folgende Dinge, die ich an Rapture sehr cool finde. Die Stadt ist unter Wasser, im Meer. Man sieht aber zu Fische vorbeischwimmen. Und wie ich finde, eine der coolsten Locations in einem Shooter. Bisher hat es kein Spiel geschafft, so gutes Location gehabt zu haben. Wir gehen einfach hier hin. Nur noch ein bisschen näher, da
bitte lächeln, Schwester. Wärst du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Die verdammten Spleißer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, dieses Drecksgesindel. Unsere erste Waffe? Eine Rohrzange. Simpel, aber effektiv. C, nicht die Steuerung. Ja, ich kenne das Spiel schon. Ich habe es aber erst letztens das erste Mal durchgespielt. Komplett. Also Anfang kenne ich eben auswendig. Bin dann gewöhnt, gedrückt zu halten. Ich habe irgendeine Taste gedrückt, weshalb der so langsam läuft. Ach, Steuerung war's. Sehr gut. Jetzt läuft er wenigstens viel schneller. So, ich komme hier nicht durch. Was macht man denn da? Man folgt einfach diesem Schild. Also dem habe ich auch nicht gesagt. Ich kann auch fast alles kaputt hauen. So geht, rumschieben. Auch cool an dem Game. Ja. Vielleicht kommt einer der Dinge, die das Spiel noch viel cooler machen. Nämlich die sogenannten Plasmide. Eins davon kriegen wir hier gratis. Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Hörst du das? Also zerbauen, Schwächling! Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von deinem Big Daddy beschützt zu werden, Feigling. Hab ich's mir noch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Sieh mal, Mr. Bubbles, ein Engel. Ich sehe, wie Licht aus seinem Bauch kommt. Warte mal. Atmet nach, aber das macht nichts. Ich weiß ja, dass er bald schon ein Engel ist. Geht's dir gut, mein Junge? Beim ersten Mal haut Plasmid ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Doch, eine Faust wie ein Feuerwerk. Gelernt das Miet, was ich viel lieber mag als Vector Gold. Also zwei, so, drei sogar. Aber das kriegen wir noch. Wichtig ist, E-Spritzen, also das blaue Zeug da ist unser Eve. Das verbrauchen die Plasmide. Man kann sie also nicht unendlich oft benutzen, deswegen sammelt man am besten diese Spritzen ein. Spleicher, unsere Ladung. Verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Verkomplizier die Sache nicht. Komm zu. Ne kleine Kostprobe. Hi. Füllen unsere Ladung bis zu einem gewissen Punkt auf. Am Anfang haben wir noch so wenig E-Farben.
Müsste eine Spritze ausreichen. Geht aber auch mal mehrere. Hättest du mir die... So. Ja, er hat sich die Spritze in den Arm. Das ist alles richtig. Sag Ryan, dass es mir leid tut und das... Ich glaube, er wollte nicht hören. Ich wollte niemanden verletzen! Bleib da! So. Du bist gleich erledigt. Wenn man allein ist, kriegt die Zeit dafür. Ich brauche ein bisschen Gesellschaft. Ich komme ja schon hoch. Hör zu. Ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Garten und Wiese verstummt. Auch nicht ein Bienchen mehr so. So, schon mal eine Frage an euch. Meint ihr, dass ich unter Titel einmache oder ihn auslasse? Jetzt aber ich kann es noch machen. Still jetzt, Mami ist fort. Und Daddy auch. Und ich garantiere schon mal nicht, dass ich alles finden werde. Es passiert alles vorher und nichts. Das steht fest. Warum bist du rot heißt Gegner. Oh. Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Danke, das Spiel bringt ein bisschen als RPG sehen. Diesmal bist du wirklich so weit gegangen, Brenda. Ich bin doch kein Vollidiot. Ich mache, was ich will. Es ist mein Adam. Ich habe es mir ver... Willst du es auf die harte Tour oder lieber auf die nette? Ich kann beides. Mach die verdammte Tür auf! Gott, der ist wütend. Soll ich ihm helfen? Mit der Kugel im Kopf? Sammeln! Denk! Na, auf um mich zu schießen, gib mir deine Kugeln. So. Jetzt noch was Wichtiges gerade zu erklären. Ich glaube nicht. Ja, okay, Dollar. Hm, es gibt Automaten, wo man die ausgeben kann. Sehen wir gleich auf einen von... Wenn du einen Splicer am Wasser siehst, verpasst ihm eins mit dem Elektrobolt. Ja, weil dann ist es doppelt effektiv. Weil es gibt auch Gegner, wenn die im Wasser stehen, sterben die nicht dran, wie die Splicer. Ich versuche sie nur nicht essen oder trinken, oder entweder Adam, Quatsch, Eve auffüllen oder Leben. Dafür erst andere abziehen. So, wir haben einen Audiolog gefunden. Oh, wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen und du sitzt denn hier feist aus fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke auf Diane McClintock, das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Das ist mein Kind, nicht dein! Was ist passiert? Ich blute! Oh Gott! Was passiert hier? Wie komme ich schon mal kurz kosten müssen? Ah, mit F. Ja. Audiologs gibt es verschiedene. Und davon würde ich auch garantiert nicht alle finden. Ja, ich bin noch ein bisschen verwirrt, das ist schon was her, was ich gespielt habe. Ich bin total verspleißt. Total verspleißt. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Einfach seines benutzen in Rapture. Finde ich irgendwie lustig.
Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich hab mich im Griff! Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Ja, wisst ihr Bescheid. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Du denkst, das da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Ja. Hm. Ach, und man kann das Spiel auch zu verschiedenen Weisen durchspielen. Das hat mit den Little Sisters zu tun, aber das will ich schon mal erklären, wenn wir an die Stelle kommen. Was wichtig wird. Wichtig, Waffen immer durchladen. Das ist ein sogenannter Verkaufsautomat, ist aber leider kaputt. Kann ich dir so noch nicht zeigen, wie das funktioniert. Hier liegt, glaube ich, noch ein bisschen Geld. Munition. Das war hier nichts mehr. Ja. Jetzt schon, dankeschön. Nein! Ich soll kurz stehen, danke. Danke für den Besuch. Ach, was hier auch Sinn macht, auf den Kopf ziehen. Macht mehr Schaden. Platzen dadurch nicht, aber es macht mehr Schaden. Ja! Ich hab sie nicht angefangen! Komm her, tausch dich. In dein Gesicht. Wenn man das noch Gesicht nennen kann. Zip. Danke, dass ihr gestorben seid. Ja, man findet auch ab und zu mal so Big Daddy Leichen. Ich hab gedacht, auf Schiff. Was war das denn jetzt? So, irgendwie. Ach ja, das Miet in die Hand und R drücken. Da kann man nur die Spritze benutzen. So. Mal gucken, wie lange wir den aufnehmen. Ich habe das Timer laufen gerade. Dann muss ich mich raustappen. Okay, das können wir jetzt noch machen. Ich habe gesagt, eine halbe Stunde geht eine Aufnahme. Ja, messen wir hier lang. Guck mal, ob wir Loot finden. Nichts. Nichts außer Krankheiten bei Toilette. Hier. Mehr Toiletten. Nicht was. Dagen. Ja. Oh, das war sogar da drüben. Hab ich gesehen. Gehen wir mal hier durch. Doch nicht. Sicherheitsalarm ausgelöst. Ein paar Kugeln soll ich das machen? Das kann lustig werden. Du hast Charlie, über dir! Wo ist meine Tochter? Jo! Jo! Danke!
Ich hab's jetzt für mich leiser gemacht, das Spiel. Ich weiß nicht, ob es für euch leiser ist. Also, leiser genug. Ah, da war Alkohol. Du bist Kinderwerfer! Ich bin gestorben. Andrew Ryan, verdammt nochmal! Er hat uns gefunden. Verflucht! Er hat Neptune abgeriegelt. Aber es gibt noch einen anderen Weg dorthin. Geh zum Medical Pavilion. Worauf wartest du? Ja, da sind die Dinger da, die beleben mich wieder. Allerdings. Ich weiß nicht, welche Nachteile die haben. Okay, wir werden nicht voll wiederbelebt. Mit dem, was wir gerade haben. Richtige Munition. Oh Gott, du sitzt in der Falle. Ich versuche, die Verriegelung von hier aus zu knacken. Hi. Also, mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB? CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidanje. Was immer dir lieber ist. Hi. Was geht? War noch Zeit. Billige Turnschuh. War noch Zeit. Hätte sich echt Zeit gelassen. Nee. Zeige ich auch zwei verschiedene Arten im Übrigen eben. Ich habe mir gerade einen, kannst auch mehrere andere spielen. Gibt's so gesehen zwei Enden? Ja, zwei. Ich durch eine Sache erreichen kann. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang, mach schon. Fun Fact: Hier ist das Spiel damals das erste Mal abgeschmiert. In der Aufnahme. Oh, Mary, du siehst aus, als könntest du eine Aufmunterung vertragen. Ich fühle mich gar nicht gut. Mir ist schwindelig. So, funktioniert das Hacken? Du kannst mal kurz, könnt euch das kurz durchlesen. Pausiert das Video. Dann wisst ihr jetzt Bescheid. Und ja, das ist recht simpel. Kann ich auch mal gerade selber erklären. Ich muss einfach nur gucken, dass so eine Flüssigkeit kommt hier jetzt raus. Dass die hier eingefüllt wird. Halt über diese Rohre. Das wird später noch schwieriger. Ach, hier ist nur. Ich hab den Automaten hacken, das ist natürlich schwieriger. Ja. Drauf geht's aber. Na, endlich mal was Richtiges gefunden. Das ist knapp geworden. Einmal nach links und geradeaus. Fertig. Wollte sogar einfach fertig klingen, damit das schön ist. So, jetzt ist alles ein bisschen günstiger. Und man bekommt Sachen, die man eigentlich so nicht hier kaufen könnte an dem Automaten. Durch die Panzerbrüche mit Kugeln und den ionischen Schrot hätte ich ihn nicht kaufen können. Glaube ich. Das ist nur das Hacken gerade freigeschaltet ist. Aber Schrotpatronen brauche ich noch nicht kaufen, weil ich erstmal nur die Pistole habe. Da gibt's Sinn, oder? Dann verfügst du über Spezialmunition. Du kannst durch Mausrohr klicken und B. Wasser kriegen wir daher am schnellsten. Mit 6 Panzerbrechen und Munition. Sie ist effektiv zwischen den Maschinen. Ohne. Bleib stehen. Danke. Ohne Töte. So, danke. Ich vergesse, was man hier machen muss. Und hier oben muss, war so ein Schalter. Ja, hier muss ich gleich drücken. Ich kann mich aber hier hinten nochmal umschauen. Ist auch nochmal was. Hier müsste, ja, da liegt er. Den habe ich gesucht. Ryan und Adam.
Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Ja, danke, Simon. Aber da mein Timer gerade gegangen ist in dem Audiolog, schon ein bisschen doof. Egal. Kann ich nichts für. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye, Shop. Ich hoffe, es hat Spaß und ein bisschen Freude beim Zusehen, wie ich Typen abgeschlachtet habe. Und ein bisschen was über Rapture erfahren. Über die beste Gaming-Stadt der Welt. Also was, was Shooter-Spaß angeht. Das wird noch viel interessanter. Also hoffe ich, dass ihr morgen wieder dabei seid. Ja, morgen. Denn ich werde das hier freitags und samstags hochladen. Sprich, dass ihr was mehr vom Wochenende, also dass ihr was vom Wochenende habt. Könnt euch diese Parts anschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich werde auch nicht cutten, im Übrigen. Ich werde nicht cutten. Nichts. Gar nichts. Warte, rennt ihr. So, jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.